Und wir haben für heute Abend einen kleinen Auszug mitgebracht aus unserem Programm. Das heißt Love, erotische Märchen. Aber wie es bei Geschichtenerzählern Tradition ist, wir fangen mit was ganz Kleinem an, damit ihr euch dran gewöhnen könnt und ich mich auch an euch. Die Gefühle des Menschen sind so eine seltsame Sache und meistens treffen die sich nicht oder geben sich höchstens mal so die Klinke in die Hand. Also der Humor trifft selten die Traurigkeit, der Mut selten die Angst, die Müdigkeit nicht die Wachheit, der Stolz selten die Demut. Und ja, vielleicht kennt ihr das eine Emotion, das Gefühl der Wahnsinn. Und der Wahnsinn hatte eine wahnsinnige Idee und er sagte, ich bring mal alle zusammen. Und das machte er auch. Er lud alle Gefühle des Menschen ein zu einem großen Fest. Und die unterhielten sich wirklich gut, ja. Der Stolz war gleich mit der Eitelkeit zusammen, die Habgier mit der Arroganz. Also man unterhielt sich prächtig. Und irgendwann, der Wahnsinn wäre nicht der Wahnsinn, wenn er nicht noch eine Idee hätte. Er hat gesagt, ui, wir spielen jetzt Verstecken. Ist das gefährlich? Fragte da die Angst. Und der Mut sagte, ach was, das schaffen wir schon. Und die Klugheit erklärte allen, wie es ging. Und der Wahnsinn hielt sich nun die Hand vor den Augen und fing an zu erzählen. Eins, zwei, drei und alle liefen los und suchten sich ein Versteck. Der Zweifel, der blieb vor einem Zaun stehen und grübelte, ob er sich nun davor oder dahinter verstecken sollte. Die Freude, die sprang übers Erdbeerfeld. Der Mut kletterte hoch aufs Dach. Die Angst verkroch sich unter einem Bett, damit sie niemand finden konnte. Die Schönheit versteckte sich in einem glasklaren Bergsee und die Fantasie unter einem Schmetterlingsflügel. Ach, aber die Liebe. Immer wenn sie ein Versteck hatte, dann gab sie es einem anderen. So ist sie halt, die Liebe. Der Wahnsinn aber zählte weiter. 99, 100, ich komme! Und er wollte loslaufen und fiel aber gleich über die Faulheit, die hat sich einfach dahin fallen lassen. Und nun lief er los und dann sah er den Zweifel, der immer noch vor dem Zaun stand und nicht wusste, ob davor oder dahinter. Er sah die Freude über das Erdbeerfeld laufen und er fand sie alle. Nur die Liebe nicht. Sie war verschwunden. Und sie suchten überall, aber keiner konnte sie finden. Und alle waren aufgeregt. Wie kann denn ein Mensch ohne Liebe leben? Sie riefen, sie suchten bis in die Nacht. Und da sah der Wahnsinn einen Strauch und da hatte er noch nicht gesucht und er ging hin und rüttelte und schüttelte und plötzlich hörte er einen Schrei. Und es war die Liebe. Sie hatte sich darin versteckt und die Dornen hatten ihr durch das Schütteln die Augen ausgestochen. Ach, wie war das traurig. Und der Wahnsinn war ganz außer sich und er wollte ihr noch helfen, aber es war nichts zu machen. Sie war blind. Und er nahm seine Freundin an die Hand und sagte, meine Gute, wenn du nichts mehr siehst, dann werde ich dich jetzt begleiten, solange ich lebe. Und so ist es bis heute. Die Liebe ist blind und wird vom Wahnsinn begleitet.